Epigenetische Eugenik. Nun nehmen wir die Eugenik, die Kontrolle über das Volk, in den Bereich der Epigenetik. Bleibt bei mir. Es ist Epigenetik, die durch Gedankenkontrolle ausgeübt wird. Es ist möglich. Es ist nicht nur möglich, sondern es wird schon getan. Was, wenn eine versteckte herrschende Klasse vor langer Zeit entdeckte, wie sie die Geburtenkontrolle über eine ganze Population erlangen könne, um diese dann einfacher kontrollieren zu können? Anders gesagt, Geburtenkontrolle durch Gedankenkontrolle. Damit die Eigenschaften besser durchkommen, die die herrschende Klasse haben will. Meine Damen und Herren, anders gesagt, Human Farming, menschliches Farmen. Denn das ist es, wie sich die herrschende Klasse sieht. Sie sehen sich selber als Farmer der Herde des menschlichen Viehs. So sehen sie uns. So sehen sie dich. Geburtenkontrolle durch Gedankenkontrolle. Geburtenkontrolle erreicht durch Gedankenkontrolle. Das ist es, wenn wir den Zuckerguss abkratzen und sagen, was es wirklich ist. Um das Wort nicht zu lang werden zu lassen, habe ich die beiden Worte nicht aneinander gefügt, sondern habe es zu Epi-Eugenik verkürzt. Das bringt Eugenik auf die nächste Stufe. Wenn man Epi als Vorsilbe vor ein Wort tut, dann heißt es darüber hinausgehend. Wir gehen nun also über die Eugenik, wozu sie physische Gewalt und Sterilisation von Menschen brauchten, hinaus. Nun nehmen wir das in den Bereich der Epigenetik, in den Bereich des Bewusstseins, Gedankenkontrolle und Manipulation. Epi-Eugenik ist das Durchsetzen von Eugenik durch Gedankenkontrolle und selektive Zucht durch die Bevölkerung, die durch die Eugenikstrategie zerstört werden soll. Durch die Bevölkerung, die durch diese Strategie reduziert oder gekeult werden soll. Die Bevölkerung macht dieses Keulen schon und ist sogar davon überzeugt worden, dass es zu ihrem Besten ist. Und das passiert gerade in unserer Gesellschaft. Das wird aktiv vorangetrieben, während wir hier sitzen. Man könnte es auch gedankenkontrolliertes Runterzüchten oder anders gesagt, die Herde sich selbst keulen lassen, nennen. Downbreeding, or in other words, getting the human herd to cull itself. Das ist es, was die Manipulateure dieser Welt inzwischen geschafft haben, und ich erkläre, wie es funktioniert. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Eugenik nicht nur der Bevölkerungsreduktion dient. Letztendlich geht es um die Kontrolle, die gewünschten Eigenschaften in einer Bevölkerung zu verstärken, und die unerwünschten Eigenschaften aus dem Genpool herauszuzüchten. So wird Eugenik durchgeführt. Es geht also nicht darum, ein paar Leute umzulegen. Wenn man eine Gesellschaft mit bestimmten Eigenschaften in eine bestimmte Richtung bewegen will, muss man die Zucht dieser Charakteristika kontrollieren. Und man muss das Herauszüchten der Eigenschaften, die man nicht haben will, ebenfalls kontrollieren.